Nicht nur meine Lieder sind am Kommen, sondern auch die Zuschauer, die meine Lieder sehen. Das Verwelken der blauen Blume. Farben verblassen, Töne verklingen und Worte verjähren. Wie kann man Unbesiegbarkeit mit Vergänglichkeit erklären? Die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt. Wie finde ich zu deiner, wenn mich meine bei sich hält? Liebesschwüre formuliert man hier im Überfluss. Ich bin Gefangener meiner Sprache, weil ich die Zelle teilen muss. Ich bin Sisyphos mit einem riesen Knäuel aus Papier. Kurz bevor ich den Olymp erreiche, höre ich die Soufflöse hinter mir. Jeder Satz schon ausgesprochen, jedes Wort bereits erfunden und von Freiern das Himmelblau an sie gebunden. Geschickt geschliffen, deren Dirnen aufgetrumpft und sich mit den Ohren, auf die sie trafen, gegenseitig abgestumpft. Diese verschlissenen Klingen entfesseln mein Verlangen, doch die rostigen Wörterketten halten mich gefangen. Zwar legt sich die Muse mit jedem Kuss auf meine Zunge, erwärmt mir meine Kehle und füllt mir meine Lunge, doch auch sie kann keine neuen Wörter schmieden. So sind unvergängliche Gedanken ungesagt verschieden. Die Sprache ist ein verstimmtes Instrument, und so hoffe ich, dass unsere Lippen die Worte finden, die keiner kennt. Du Huren. Das hätten wir echt aufnehmen müssen. Hendrik, jetzt machst du schon mal. Ich fange diesmal an. So, hallo. Dieses Jahr treffen wir uns mit einem der größeren Musiker, was Deutschland angeht, nämlich mit Robin Nosterafu. Ich hab's doch nie so falsch betont gehört. Ja! Wir können das nochmal machen. Okay, Profi, hier. Das muss. Also musst du nicht. Das geht schon so. Also, so. Wie viele Geschwister hast du? Fast leer. Wie wär's denn richtig? Robin, wie wär's denn richtig? Robin Nosterafu. Robin Nosterafu. Robin Nosterafu. Nosterafu. Aber sieht man jetzt deine Füße? Weiß ich nicht. Das ist ja unprofessionell. Ja, ein bisschen. Bestimmt hier mal irgendwas. Hier. Nee, was ist das denn? Und die Pflanze ist auch nicht im Bild? Nee. Ah, oh, Robin. Robin Nosterafu. Ja. Verdammt. Robin Nosterafu. Robin Nosterafu. Mhm. Ich bin die Sekretärin. Einen wunderschönen guten Tag hier beim Interview mit dem allseits bekannten und genauso beliebten Peter Rewin. Bekannt ist er auf YouTube geworden durch seine Songs, unter anderem des Kassenschlager-Wunder-Sieg. Das ist also wirklich das nicht der Minecraft-Song? Der Hit ist... Doch Sieg ist für ihn mehr auch im Kopf. Vor allem haben wir eigentlich jetzt mal hier die Sache hier gestoppt die ganze Zeit, die ihr hier aufnimmt, oder? Nee. Ja, gibt gar keinen Sinn. Es geht jetzt los, oder? Nosterafu. 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 Herzlich willkommen zu unserem dritten Interview in Folge. Diesmal ist unser Stargast Robin Nosterafu. Und ja, dann kommen wir mal mit unseren ersten Fragen. Wann bist du eigentlich geboren, Robin? Am 25.07.91. Schön. Wie viele Geschwister hast du? Ich habe 4 Geschwister. Und so dein Familienname? Ich hab drei Geschwister. Oh nein. Schnitt. Also soll ich jetzt nochmal bei der Frage, wie viele Geschwister du hast? Ja. Wie viele Geschwister hast du eigentlich, Robin? 3. Okay. Und so dein Familienname, was ist dein Familienname? Kommt der von der Mutter oder von dem Vater? Von dem Vater. Okay. Gut, dann. Was hast du vor deiner Karriere als Musiker so getrieben? Ich habe meine Karriere als YouTuber verfolgt. Soll ich die Frage nochmal stellen? Nee. Gut. Mach wie du willst. Unter welchen Verhältnissen bist du damals aufgewachsen? Auf dem Dorf. Auf dem Dorf? Ja.
Welchen, wenn man fragen darf? Erringsdorf. Erringsdorf. Gehört ja quasi zu Weimar. Ja, quasi. Ja. Da wäre behütete Kindheit. Da wäre ja auch die Frage, wo du wohnst, damit gedeckt zurzeit. Ne? In Weimar. Das ist schön. Ja. Was für Lieder sind bis jetzt so von dir erschienen? Ja, also nur virale Hits auf jeden Fall. Das ist ja klar. Zum Beispiel Prankster auf Jagd war so der erste Knüller. Danach kam Blutgrätsche. Sag es schon, mach ne Problemdeklaration. Was das wohl für eine gute Shit? Ich glaube, du hast da Blut im Schritt. Das sind ja die weibliche Brut schlimm mit. Der ganze Terz geht mir ans Herz. Sag mir, wie wär's mit nem Scherz? Scheidenschmerz. Diese Wut liegt dir im Blut. Ich nehme einen Hut. Bis nächste Woche, mach es gut. Wir würfeln diese Wahnsinnfahrt. Es ist hoffnungslos wie in Stalingrad. Nur, dass ich deine Mutter wie oft um Eintritt bat. War dann mehr so ein, ich sag mal, romantischer Song, aber natürlich nicht minder erfolgreich. Mit Inhalt. Ja. Ja, das aktuellste Lied ist dann wohl Der Voyeur. Ich war in der Klinik, es ist nicht angenehm. Ich habe ein kleines Voyeurismusproblem. Ich sah eine Tür, auf der so ein Zettel prangte. Selbsthilfegruppe für Tourette-Erkrankte. Als ich die Augen in meinem Rausch zukniff, startete ich einen Lauschangriff. Ich bin Tourette-Erkrankter Auktionator. Meine Freunde waren auch schon mal. Und die Ficker konnten sehen, dass ich entlassen bin. Denn bei der Auktion hab ich voll Hass geschrien. Zum ersten, zum zweiten und zum dritten Verkauf an die Fatze mit den dicken Titten. Danke, ich weiß Bescheid, der nächste Redner ist bereit. Ich bin Tourette-Erkrankter mit Brechdurchfall. Meine Freunde finden mich recht normal, denn sie sind nicht alle Sexgehemmte. Sie lieben seit Dekaden Experimente. Ihre Perversion ist ziemlich groß und bei Swingerpartys schieß ich los. Das ist eine gute Abhandlung über Tourette-Syndrom. Ach so, stimmt, ja. Ja. Bombenstimmung auch ein guter Bombenstimmung, ja, das natürlich. Ist natürlich. Jetzt kommt der Breakdown Partys, ja. Bleibt euch nicht sehr smart. Party folgt mit Axt, Pistolen, was ihr tanzt im Takt. Saufen, kotzen, hebt den Hupen, in Orlando Puls am Pumpen, in Nizza jubeln Scharen, die Party ist abgefahren. In Brüssel tanzen Politessen, die Fete dort fast vergessen. München hört man plötzlich schreien, das muss auch MC-Terror sein. Die Feier eskaliert, ich bitte hier um schnelle Lichterdimmung. Von Bagdad bis nach Hansbach herrscht gerade Bomben.
Morgenstimmung. Der Nahe Osten hatte wohl schon lang das Party-Meilen-Monopol. Die Pit und mich kümmert das nicht. Bomben-Home-Partys brauch ich. Was die Menschen schon vollbrachten, wovon unsere Bücher schmachten. Doch das Klügste, was wir machten, ist uns gegenseitig schlachten. Der Dancefloor ist eröffnet und die Happy Hour droht. Party ist Gebot, los, schießt euch alle tot. Diskutiert mit Waffen, wer denn wohl im Himmel wohnt. Und bitte betont, dass das Sterben dafür lohnt. Der Dancefloor ist eröffnet, niemand bleibt heute verschont. Party ist Gebot, los, schießt euch alle tot. Ja, wer war denn das? Prüft mal lieber seinen Pass. Füttert euren Hass, nur so macht die Party Spaß. Das ist absoluter Favorit eigentlich. Das ist ein großer Knallerhit, kann man auch. Da war auch Maggie mit dabei. Ja. Ja. Bester Witcher-Gast, den ich bis jetzt hatte. So eine Stimme hat man noch nie gehört in irgendeinem Song. Das ist traumhaft. Vor allem gute hohe Töne. Deine Tonlage da oben ist wirklich perfekt und sauber. Ja. Ja. Erzähl mal was so ein bisschen zu deiner Person so. Was sind so deine Hobbys? Zu meiner Person. Okay, Hobbys habe ich einige. Ich fahre gern Skateboard, ich mache gern Videos, schneide gern Videos, gucke dementsprechend auch gern Filme, um mich davon inspirieren zu lassen. Ich lerne Gitarre spielen, ich lerne Japanisch, ich reise gerne, ich spiele gern Videospiele, ich interessiere mich allgemein für jede Form der Unterhaltungselektronik und für Medien, alles. Also doch sehr breites Interessengebiet. Na, aber das wäre alles andere wäre dann langweilig. Ja, stimmt. In alle Richtungen. Magic zum Beispiel spiele ich auch gerne, Kartenspiel. Ja, das ist was für den Geist. Aber Magic ist doch sehr komplex eigentlich. Ja, es ist wie Schach mit Karten quasi. Krass. Und wie kamst du eigentlich damals zur Musik? Ja, also ich habe schon immer gerne Musik gehört, wie das wahrscheinlich auch jeder macht. Und da denkt man sich natürlich, ja, selber machen wäre irgendwie mal lustig, aber hat nie so den Anreiz. Und habe auch früher schon, keine Ahnung, in der 8. Klasse oder so angefangen Lieder zu schreiben oder Texte halt. Mein Freund Jack zum Beispiel ist in einer Mathe-Doppelstunde in der 8. Klasse. Das können wir jetzt mal einblenden. Wegen dir sehe ich seit Jahren meinen Penis nicht. Mein vom Alk verformter Körper versperrt mir meine Sicht. Mein Hirn fällt auseinander, das liegt wohl auch an dir. Ich bin total verwildert und stinke wie ein Tier. Ich bin total am Ende, mein Speichel färbt sich rot. Doch ich bleibe dir treu, mein Freund, bis zu meinem Tod. Jack Daniel, Jack Daniel. Du bist zurück zu mir. Jack Daniel, Jack Daniel. Dafür dank ich dir. Jack Daniel, Jack Daniel. Wenn ich brauch, dann bist du da. Jack Daniel, Jack Daniel. Hilf mir nur rein. Jack Daniel, Jack Daniel. Mein Leben geht zu Ende. Jack Daniel, Jack Daniel. Alles ging ruckzuck. Jack Daniel, Jack Daniel. Du machtest mir den Tod. Jack Daniel, Jack Daniel. Doch ich nehm noch einen Schluck. Ja, das wurde gerade eingeblendet. Das okay, ist, ja, gutes Lied auf jeden Fall. Ja. Damals noch interpretiert von einem Freund von mir, Kalle, aber trotzdem ein Hit aus meiner Feder. Steht ja auch da am Ende, Songtext. Ja. So, ja, was für einen Musikstil verwendest du eigentlich meistens in deinen Liedern? Also da bin ich gar nicht festgelegt. Ich bin da sehr experimentierfreudig. Ich habe halt gerne diesen Hip-Hop-Track gemacht. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich muss sagen, dass das wesentlich leichter ist als jetzt irgendwie Richtung Ballade oder irgendwie halt sowas wie jetzt das letzte Lied der Voyeur. Da musst du halt schon ein bisschen mehr überlegen, sage ich mal. Und ja, ansonsten bin ich da nicht festgelegt. Na, man also kann ja eindeutig... Bombenstimmung zum Beispiel war wieder was ganz anderes. War eher so Pop. Techno-Richtung. Ich bin da sehr experimentierfreudig. Ja. Alles mal ausprobieren. Man kann ja auch sagen, dass deine Aussprache sehr ausgereift ist, was das deutsche Vokabular angeht. Ja, das kann man sagen. Ich bin da sehr versiert.
Ja, das ist ja, was möchtest du eigentlich immer mit deinen Liedern ausdrücken? Also der Inhalt deiner Lieder? Also, das ist sehr unterschiedlich. Mal sind die komplett nicht ernst gemeint, mal prangere ich irgendwas an, jetzt bei Prankster auf Jagd zum Beispiel. Und mal habe ich einfach nur Lust, irgendwas Lustiges oder Dummes zu schreiben und dann ist das so. So entsteht's, ne? Ja. Ja. Aber es ist natürlich immer ein doppelter Boden dabei. Immer. Immer. Ja. Das muss schon sein. Er hat Zweideutigkeit. Ja. Wichtig, ne? Blutgrätsche, guter Hit. Das wird ein schönes Lied. Das sagt ja schon irgendwie der Titel, ja, was das für einen Inhalt hat. Fußball, ja. Ja, ja, auf jeden Fall, Fußball. Ja. Wortspiele sind ja auch ganz groß. Da du ja Japan, ja, so Japanisch in deine Sprache so einbinden möchtest, gibt es da noch Pläne für eine Japan-Tour trotz der japanischen Bevölkerung? Also ja, ich gebe zu, die japanische Bevölkerung ist da ein großes Problem, weil ja auch viele meiner Lieder deutsch sind und die das dann nicht so verstehen. Aber eine Tour durch Japan würde ich natürlich gerne machen. Aber Rammstein ist doch auch deutsch und sind in Japan am erfolgreichsten. Ist richtig, aber vielleicht haben sie dann noch so ein bisschen, das liegt dann vielleicht an der Musikrichtung, die dann irgendwie ein bisschen massenkompatibler ist, weil bei mir geht es schon in erster Linie um die Texte. Wann ist eigentlich dein nächstes Konzert so, also live? Also ich glaube, das muss ich dann ungeplant machen. Das ist bis jetzt noch nicht irgendwie groß angekündigt oder so. Dann mache ich einen kleinen Gig unter Freunden. Ja. Na, da freue ich mich ja drauf. Bin ich dann dazu eingeladen? Na klar. Das ist doch schön. Welcher Musiker hat dich eigentlich am meisten geprägt, so für deine Entscheidung zur Musik zu kommen? Ich würde jetzt nicht sagen, dass das bewusst irgendwie einer alleine ist. Ich höre ja, wie gesagt, sehr viele verschiedene Musikrichtungen, aber keine Ahnung, inspirierende Leute sind schon so, vielleicht Farin Urlaub, vielleicht John Lajoie, guter Mann. Er macht nämlich auch sehr viele lustige Texte. So, aber ist jetzt nicht, dass ich gezielt die als mein Vorbild genommen habe. Okay. Gut, ja, willst du sonst noch irgendwas von deiner Seele reden? So an die Welt da draußen? Noch eine Moral? Leute, macht einfach mal, lasst euch nicht dran hindern, so, wenn ihr nicht irgendwie die besten Gitarrenskills oder die beste Gesangsstimme habt. Wenn ihr Lust habt, einfach mal Musik zu machen, dann macht das. Einfach mal machen. Oder wenn ihr Lust habt, irgendwas anderes zu machen, schämt euch nicht, scheut euch nicht, macht einfach mal. Ihr habt nichts zu verlieren. Ihr habt nur die Zeit zu verlieren, die ihr durch Warten und durch vergeudete Zeit einfach verschwendet. Schön gesagt. Dann mach mal nochmal was Typisches, lächelst nochmal kurz in die Kamera und bewegst dich kurz nicht, damit wir jetzt dein Lied Prankster auf der Jagd einblenden können. Yeah! Classics! Ihr habt es so gewollt, jetzt werden Mütter geprankt. Ich nehm die Kamera und gehe dann auf Jagd, das wird der Hammer, ja. Ich mach mir alle Klamotten, was für Pranks, ich will da Hengst. Ich weiß schon längst, wie du vor YouTube hängst. Krass muss es sein, mein opferarmes Schwein, seine Pein ist mein Geldschein. Muss einer schreien, ihr schaltet ein, ich hab meine Cam dabei. Sie sei mal mein Freifahrtschein. Es gewinnt nur, wer was wagt. Prankster gehen heute auf Jagd. Was reagierst du so krass? Komm doch mal klar, das war doch nur Spaß. Es gewinnt nur, wer was wagt. Prankster gehen heute auf Jagd. Was reagierst du so krass? Komm doch mal klar, das war doch nur Spaß. Den Basie in der Hand, zieh ich durch das Land. Schlag ich diesen Mann, weil ich's witzig fand. Heute wird entlockt, Leute sind geschockt, wenn man einem Mann die Fresse rockt. Das Blut spritzt weit, der Mann erschreit. Doch keine Sorge, wir haben die Cam bereit. Was ein Story-Twist, die Cam da ist, mit Blut verschmiertem Grinsen checkt er meine Fist. Ein Leben ist versaut, das Video das taugt. Schrill und laut wird geschaut. Content wird geklaut, Thumbnail eine nackte Haut. Zuletzt der Titel noch gut gebaut. Must see, this is good. Gone wrong and sexual in the hood. These memes are dank, so is my YouTube rank. I look like a crank, but it's just a prank. Oh, es gewinnt nur, wer was mag. Prankster gehen heute auf Jagd. Was reagierst du so krass? Komm doch mal klar, das war doch nur Spaß. Es gewinnt nur, wer was mag. Prankster gehen heute auf Jagd. Was reagierst du so krass? Komm doch mal klar, das war doch nur Spaß. Blut und Sperma, sicheres Pferd, damit macht man
nichts verkehrt. Hier wird's gekickt, hier wird's gefickt. Ich weiß, wie ihr tickt, weiß, das wird geklickt. Don't hate the player, hate the game. Ich geb euch, was ihr wollt und nehmt den Fame. Doch das Risiko wird mir zu hoch, der Aufwand sowieso viel zu groß. Und bevor hier was passiert, schnell ein engagiert, kurz dirigiert, durchdekliniert, was inszeniert, Profit antizipiert. Oh yeah, Licht, Kamera, Action, das Ding ist abgedreht. Ich zeig euch, wie es geht, für Authentizität. Ist es jetzt zu spät, das Video geht viral, der Rest ist mir egal. Es gewinnt nur, wer was mag. Prankster gehen heute auf Jagd. Was reagierst du so krass? Komm doch mal klar, das war doch nur Spaß. Es gewinnt nur, wer was mag. Prankster gehen heute auf Jagd. Was reagierst du so krass? Komm doch mal klar, das war doch nur Spaß. Es gewinnt nur, wer was mag. Prankster gehen heute auf Jagd. Was reagierst du so krass? Komm doch mal klar, das war doch nur Spaß.